Servus Leidels, der Robs wieder mal da. Und heute im wunderschönen Lenggries. Wir wollen auf den Geierstein. Da war ich schon mal letztes Jahr. Und ja, ich bin heute alleine, habe einen Tag frei gehabt, weil der Urlaub ist weg. ja, und deswegen schaue ich da heute mal hoch. Und wenn ihr Bock habt, kommt einfach mit. Ja, und für mich beginnt der Berg jetzt erstmal mit Kalvarienberg. Da oben ist anscheinend diese Stationen und so weiter und so fort und eine kleine Krippe und ein kleines Kirchhall oder sowas. Da schaue ich jetzt einfach hoch, weil normalerweise die es da lang gehen, aber da sehen wir uns dann oben auch an dem See von dem her. Naja, die Kapelle hat jetzt leider zu. Jetzt haben wir einen Segen geholt. Jetzt, na dann geht's weiter. Und dann erstmal so ein kleiner See. Und unten soll auch noch ein Schloss sein. Habt ihr auch noch nicht gesehen, das wollte ich jetzt aber nicht hingehen. Ich bin jetzt gegen Kalvarienberg, schauen wir den mal an, aber der ist auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Naja, machen wir weiter, oder? So, jetzt bin ich an diesem Schlossweiher angekommen. Jetzt müssen wir den einmal rumgehen. Danach geht es dann weiter den Berg hinauf. Ist schon geil, ist aber auch echt das einzigste Geile am Herbst irgendwie, dass die Farben so schön sind. Ansonsten ist es halt immer recht kühl und wieder nass und alles und so, aber die Farben, ja, na, oder? Klasse Parasol. Leider am Anfang der Tour. Deswegen weiß ich jetzt nicht genau, ob ich ihn mitnehmen soll. Na, lassen wir es lieber. Ja, jetzt muss ich eine kleine Zwangspause hier machen, ey, weil komme ich gerade da die Ecke hoch. Kommt natürlich auch auf der anderen Seite der Mädel hoch und die war dann genau vor mir und jetzt wollte ich nicht die ganze Zeit hinterherlaufen und der auf den Hintern schauen. Ich meine, es wäre jetzt nicht so das schlimm gewesen, aber ich glaube, sie hätte es ein bisschen unangenehm gefunden. Deswegen nochmal Grüße an die Frau. Ja, und ich mache jetzt hier Pause. Also gerade ist voll schön hier mit diesem gelben Licht hier von den Buchen. Hat was, hey. Bin ja auch schon ein bisschen weit oben, aber natürlich nur ein bisschen weit, ne? Jetzt geht es natürlich noch weiter, aber das mit den gelben Bäumen, das wollte ich euch mal schnell zeigen, das ist echt schön, hey. Jetzt bin ich hier auf so einem kleinen Sattel und da unten, da komme ich her und leider haben wir keinen Ausblick, weil wir noch nicht über die Baumgrenze sind, aber ich glaube, wir haben es nicht mehr weit. Gut, gehen wir weiter hier, irgendwo geht es dann gleich weiter jetzt. Letztes Jahr bin ich mir sicher, dass wir hier lang gegangen sind. Da waren auch Spuren da hinten noch. Jetzt muss ich hier das ganze Ding irgendwie hochkraxeln. Und ich finde irgendwie keine Markierung mehr. Der Weg zeigt zwar noch, dass es hier rumgeht. Aber anscheinend geht er jetzt da vorne, wo ich den Sattel hatte, wo ich euch gesagt habe, dass es noch keine Aussicht ist. Da hätte es links rumgegangen anscheinend jetzt. Das waren da lauter pinke Punkte und ich hatte weiß-rot die ganze Zeit. Also von dem her
habe ich mir gedacht, wird wohl das anders sein. Aber jetzt hier muss ich mir erstmal auch noch ganz schön hochkämpfen. Aber ich glaube, da oben, da haben wir dann endlich mal eine geile Aussicht. Da hat sich es auch wieder rentiert. Also bis gleich. Also hier hat ganz schön der Wind gewütet, aber gebt euch mal da hinten. Schon alles fett mit Schnee bedeckt. Krass, also hier unten haben wir den Gries. Genau. Die schöne Isar. Von den Gries sind wir auch schon Isar gefahren. Ich kann euch mal das Ding oben verlinken. Oh, ja. Ach, schön. Endlich mal Aussicht. Der da ist eigentlich auch ganz geil. Ey. Wenn ich mal rausfinden, was das für einer ist und wie der heißt. Der sieht cool aus. Das Geile an so Buchenwäldern ist halt, dass es halt Bucheckern gibt ohne Ende in der Jahreszeit. Und da nehme ich mir gleich mal ein, zwei Hände voll mit. Voll so ein bisschen angerüstet über einen Salat heute Abend oder in den Salat, besser gesagt. Burner, echt super. Also von dem her, da oben geht's lang. Da ist mal wieder eine Markierung. Von dem her starten wir weiter. Weiter haben wir nicht mehr. Bis zum ersten Highlight. Und das wird cool. Das zeige ich euch dann. Das kenne ich nämlich schon. Da auf diese Felsspitze. Da müssen wir auf, das ist der erste Highlight. Und dann natürlich noch ganz hoch. Ja, ein Stückerl ist schon noch. Aber ich glaube, der Wanderweg geht hier nicht mehr langweilig. Gibt's euch mal, der ganze Hang ist auch schon total ab. Ich glaube, der andere Weg wäre vielleicht ein bisschen schöner. Naja, wurscht. Geil ist es trotzdem. Der ganze Weg hier voller Tollkirsche, gell? Also die Mädels im Mittelalter, die hätten sich gefreut. Hey. Da sieht man auch die Zugspitze. Bauneck. Ja. Hinten schon Karwendel. Jetzt hat das erste Mal Ausblick auf die andere Seite rüber. Das heißt, da oben müsste jetzt dann bald die Bank sein. Yes! Hier ist noch ein geiler Riss. Und wir müssen jetzt daneben vorbei und dann da oben wird dann gleich die Bank sein, denke ich mal. Yes! Geil! Oh, das letzte Stück zur Bank. Das ist aber ganz schön knackig hier, echt. Leck mich am Arsch. Ja. Endspurt. Was heißt Endspurt? Dann haben wir ja erst die Bank. Dann müssen wir immer noch auf den Gipfel. Aber da gibt es erstmal eine längere Pause mit schöner Aussicht. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Was für eine Aussicht, ganz alleine, super geil. Also, nachdem ich jetzt hier eine gute Pause gemacht habe mit der Aussicht, hier richtig genossen habe, ist ja Wahnsinn, echt.
muss ich jetzt langsam mal auf den Gipfel. Da geht es jetzt dann eher da hoch. Richtig weit ist nicht, also ja, mal gemütlich angehen, oder? Geschafft zu haben. Ne? Ja, das sind schon die ersten Zipfelchen und ich denke mal da nach oben, da haben wir es dann soweit. Also Endspurt, diesmal wirklich. Also das ist schon immer ganz schön anstrengend, echt, geht ganz schön steil nach oben und alles so mit großen Treppen und so. Jetzt kommt die Sonne noch raus, vielleicht habe ich am Gipfel am wenigsten Sonnenschein, das wäre geil, oder? Also da oben müsste jetzt dann sein, sehen wir uns gleich. Jo, und da oben sieht man es schon. Yes. Yes. Yes, yes, yes. Und Sonnenschein, jawohl. Aber dafür zieht es da hinten ganz schön zu jetzt. Und nochmal ein Stück weiter schauen jetzt. Ja, gut, und so nach dem obligatorischen Gipfelkreuz-Eintrag im Buch. Machen wir uns jetzt auch gleich weiter. Wir gehen jetzt hier um den Geierstein rum und gehen dann da unten rum. Dass wir halt nicht den gleichen Weg wieder zurückkommen, wie wir halt hergekommen sind. Das mag ich immer ganz gern, sowas. Also, packen wir es an, oder? Runter kommt man natürlich ziemlich zügig, aber man muss echt aufpassen, das ist alles ganz schön matschig, hey. Und dann immer auf diesen Steinen und so, da rutscht man schon ein bisschen rum, also Gott sei Dank habe ich Stöcke dabei, die federn schon einiges ab, also das ist schon gut. Ja, jetzt queren wir hier irgendwie so die ganze Zeit den Hang, also es geht nicht wirklich bergrunter, sondern eher gerade mit einer ganz leichten Absenkung, aber alle paar Meter ist hier irgendwie so eine Quelle, die da irgendwo so direkt aus dem Stein da so kommt. Oh, da verfrische ich mich doch jetzt erstmal. Na ja, haben wir es ja fast geschafft. Geil, und da ist nochmal eine schöne Bank. Da rauche ich mir jetzt nochmal eine Zigarette, weil das linke Knie durch die ganzen tiefen Stufen tut mir schon langsam ein bisschen das linke Knie weh. Jo, jetzt habe ich gerade gesehen, dass in einer halben Stunde der Zug fährt. Jetzt bin ich natürlich gleich aufgebrochen und losgegangen. Hier, jetzt hier gerade, da warten sie schon auf mich. Zum Abschlagen. Jawohl, da kommen sie von da hinten auch noch her. Hallo Jungs. Miau.
Ja, da war ich wohl eine kleine Touristenattraktion, ne? Ja, und da unten ist jetzt dann schon Lenkries. Der Zug fährt mal in 20 Minuten sowas. Also noch richtig gut geschafft. Ja, von dem her muss ich jetzt nur noch durchs Dorf. Das ist wahrscheinlich nicht mehr so interessant. Ja, ich wünsche euch was. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren und die Glocke nicht vergessen. Peace.